Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Wir sind hier immer noch in den Sultruinen, beziehungsweise betreten wir jetzt die Sultruinen. Und ja, jetzt wird dann gleich eine Sprachausgabe folgen. Justin, willst du da wirklich runter? Hast du nicht gehört, was die drei gesagt haben? Habe ich schon. Aber die tun so geheimnisvoll, da muss irgendwas sein. Die haben uns doch praktisch gesagt, dass da Geheimnisse sind. Ein Abenteurer kann das nicht ignorieren. Oh, Justin, du weißt doch, ich dachte mir, dass es so weit kommen würde. Garlisle Force, Mullen Company, fall in! Face forward! Salt Ruin Special Survey Team, roll call! Squad leaders, front and center! Sergeant Nana, leader of the Bloody Rose Squad, reporting. Sergeant Saki, leader of the Lightning Star Squad, all men accounted for. Sergeant Neo, leader of the Desert Moon Squad, all men present. Colonel Mullen will now address the troops before deployment. All soldiers, listen carefully. Yes, Lieutenant. My dear soldiers, our squad will now commence the final excavation of the Salt Ruins. Operation Yggdrasil is entering the final stage. Now we only have to find the last remaining piece. I needn't remind you that the depths of these ruins are dangerous. You may even be risking your life. However, this is our time. You, the Honorable Garlisle Forces, will bring a great boon to humanity. Go! You, the elite of Garlisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. I am counting on every one of you. Yes, sir! Bloody Rose Squad, you take the east. Lightning Star Squad has the west. Desert Moon Squad, take the south. You have your assignments. We're counting on you. Good luck. Yes, Lieutenant. The time is 15:06 hours. All squads have begun operations. Lean. You've also become quite an able aide-de-camp. Thank you, Herr Mullen. Well, let's get to work ourselves. Let's go, Lean. Yes, sir. Justin, hast du das gehört? Klar, demnach ist hier wirklich was. Los geht's zu. Genau, los geht's. Jetzt sind wir in den Sultruinen. Ich muss erstmal gucken, von woher kamen wir. Da kämpfen wir erstmal gegen das Monster da. Grüner Schleim. Ja, hört sich schon mal ziemlich krank an. Ich habe mir übrigens die letzte Folge mal angehört auf YouTube und ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben mit gleichzeitig spielen und das zu kommentieren. Also ich sag doch ziemlich oft und das Erklären, das fällt mir auch noch etwas schwierig, glaube ich. Aber ich denke mal, das ist einfach eine Sache der Erfahrung. Okay, da stehen die drei Mädels von der Tankstelle. Ich will jetzt erstmal kurz gucken, wo... Ah, da, genau, da ist der Ausgang, beziehungsweise Eingang. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal an den... Ach nee, das sind gar nicht die Mädels, das sind Soldaten. Hey, habt ihr das gesehen? Das war Oberst Mullen in Person. Wow, endlich durfte ich ihn in Person sehen. Was es in derart abgelegenen Ruinen wohl zu finden gibt?
Hey, hast du das gehört, Su? Anscheinend geht hier etwas Unglaubliches vor. Ja, sehr unglaublich. Das ist so unglaublich, dass es fast nicht mehr zu glauben ist. Kämpfen wir mal gegen das Vieh. Ein neuer Gegner. Und zwar eine Babyfledermaus. Ich könnte eigentlich gleich mal gucken, wie es mit den Waffen aussieht. Ob jetzt schon irgendeiner von uns eine Stufe höher ist, hatte ich jetzt gar nicht so drauf geachtet beim letzten Mal. Ist ja jetzt auch schon 2 Tage her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht jeden Tag aufnehmen will, aufnehmen kann. Aber ich denke mal, solange es alle 3-4 Tage höchstens Pause ist, geht's noch. So, Technik. Ja, Justin hat schon Stufe 3 mit dem Schwert und Sue ist noch Stufe 2 mit der Keule. Er liegt ein bisschen daran, dass Justin meistens als erstes beginnt. Und dann hoffe ich noch einmal mehr zuschlagen kann. Ah, das ist jetzt ärgerlich, dass ich an das Ding da oben nicht mehr rankomme, weil jetzt hier die Brücke eingestürzt ist. Oh, ich glaube, das war ein Hinterhalt. Nee, doch nicht. Also wie gesagt, ich werde jetzt einfach versuchen, in Zukunft mir die Sachen, die ich so sagen will, aufzuschreiben, weil häufig ist das Problem, ich fange an zu was zu erzählen, dann fällt mir noch irgendwas anderes ein, was ich noch erzählen wollte, und dann noch gleichzeitig sich auf das Spiel zu konzentrieren, das ist halt etwas schwierig. Okay, Justin ist jetzt gerade etwas benommen gewesen. Sue hat eine Keule höher gekriegt, das ist sehr schön. Justin schon wieder so genommen. Jetzt kann er endlich mal wieder zuschlagen. Aber vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann kann Sue mal ein bisschen mit den Erfahrungspunkten aufholen. Ja, Justin hat schon bald Stufe 4 mit dem Schwert. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, da gibt es noch Geld abzuholen. Natürlich mit. Ah, so, genau, so kommt man auch hier zu diesem Edelstein oder was es ist. Ein Runenring plus 1 Verteidigung und verlangsamt den IP-Verbrauch. Ja, das hat auch was mit der Initiative und so zu tun. Aber das nehmen wir jetzt erstmal nicht. Wir halten erstmal unsere Abzeichen. Oh, und da sind die drei Frauen wieder. Wie hässlich sie ist, diese Lin. Wieso nimmt er sie mit? Ausgerechnet jetzt, wo uns ein Auftrag nahe an Herr Mullen heranbringt, muss sie kommen und alles verderben. Oh ja, da unten ist sie neben Herr Mullen. Wie die mich nervt. Meinen Berechnungen zufolge ist Lins Karriere als Adjutant beinahe zu Ende. Mio, führst du was im Schilde? Vielleicht Reißnägel in Lins Stiefel? Oh nein, ich habe einen viel raffinierteren Plan. Ich habe ihr was ins Essen getan. Da kriegt sie Dauerschluck auf. Herrlich! Herr Mullen ändert bestimmt seine Meinung über Lin, wenn er sie wie eine Gans schnattern hört. Also, ihr merkt schon, die drei sind ziemlich boshaft. So. Ah. Okay. Wusste ich noch, dass das jetzt passiert? Ich kapiere es nicht. Alles, was wir finden, Schrott. Irgendwas muss das doch wert sein. Behalt das für dich, ja? Oder willst du degradiert werden? Und wach den Ski mit die Jungs oben. Du hast den Oberst doch gehört. Alles aufbefahren, was wir finden. Und deine Meinung behalt für dich. Ja. Es tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ja.
Soldaten scheinen den Auftrag auch nicht allzu ernst zu nehmen, zumindest manche. Jetzt nochmal Geld. Ja, wir könnten jetzt diese ganzen Gespräche hier noch mit anhören, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So viel Interessantes erzählen die jetzt auch nicht. Okay, da sind wieder diese Babyfledermäuse. Und da hinten ist noch Geld. Geld nehmen wir natürlich immer sehr, sehr gerne mit. Haben wir sowieso am Anfang noch nicht so viel. Also später im Spiel wird das dann etwas anders sein. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Waffen und Rüstungen auch immer teurer werden. Also ich schätze mal so Mitte der zweiten CD wird es dann extrem teuer. Danach gibt es dann nicht mehr so viel Neues. Also da wird es dann so sein, dass wir immer mehr Geld anscheffeln können. Da hat dann Justin noch ein bisschen was. Später für die Zeit nach diesem Abenteuer noch ein bisschen Geld in petto. Okay, glänzende Schuhe, 35 Bewegung. Wenn ich mich recht entsinne, können wir die zugeben. Ja, die hat 30 Pumps. Ja, Justin Schuhe, die haben schon 35. Gut, dann tauschen wir die mal aus. Kriegt zu jetzt die glänzenden Schuhe. Manchmal versteckt sich dann noch hinter dem Geld oder so noch ein Monster, aber hier nicht. Ja, das sind wieder die drei von der Tankstelle. Und nochmal ein Speicherstein. Und nochmal den Tipp vorlesen. Kampftipp 2. Du musst entscheiden, welcher Befehl schnell genug ist, wenn ein Monster eine Aktion versucht. Die beste Methode ist wahrscheinlich, kritische Angriffe zu führen, um die Befehle des Feindes aufzuheben. Allerdings brauchen kritische Angriffe in der Regel länger zur Durchführung, also eventuell zu lange. In einem solchen Fall empfehlen wir die schnellen Kombi-Angriffe bzw. Techniken, die sofort gehen. Allerdings können mit Kombi-Angriffen feindliche Kommandos nicht aufgehoben werden. Am besten in Zusammenwirken mit anderen Gruppenmitgliedern anwenden, wenn der Feind schon fast besiegt ist. Mal kurz was trinken. Ja, kritische Angriffe hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Speichern wir noch kurz. Aber wie gesagt, der Nachteil ist halt, dass kritische Angriffe, wie da schon stand, sehr lange dauern, bis sie ausgeführt werden. Und man mit zwei Kombi-Treffern doch mehr Schaden zufügt, als jetzt nur mit einem kritischen Schlag. Ja, jetzt sind wir in den Sultruinen B2. Gehen wir erstmal hier außen lang, mal gucken, was es hier so gibt. Hier geht es gar nicht mehr weiter. Ich habe übrigens letztens mit einem meiner besten Freunde haben wir eine Internetseite gelesen, gesehen und da gelesen, was es für lustige Namen gibt, was für oder wie die Leute ihre Kinder schon nennen wollten, und da gibt es dann Gerichtsurteile dazu, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt. Also zum Beispiel hat schon mal jemand versucht, sein Kind Störenfried zu nennen. Das war dann natürlich nicht erlaubt. Stelle ich mir auch so lustig vor, so Durchsagen. Der kleine Störenfried möchte gerne aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Also ich glaube, das ist auch schon gut so, dass man sein Kind nicht so nennen darf. Fand ich aber recht lustig, weil zum Beispiel Popo darf man sein Kind nennen. Oder Sultan. Also, das sind ja auch schon beides sehr, ja, ungewöhnliche Namen, will ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Ich denke mir, wenn jemand Sultan heißt, dann wird er bestimmt auch oft in der Schule verarscht. Wenn ein Sultan dann irgendwas trinkt, dann fangen sie bestimmt alle zu singen, alle an zu singen. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst, der Sultan hat Durst, der Sultan hat Durst.
Genau. Ja, und der kleine Popo, da kann man sich wahrscheinlich schon denken, dass er nicht mit Kim Kardashian verwandt ist. Was zum Beispiel auch nicht geht, habe ich mir gemerkt, ist Verleinix. Auch lustig. Also wer auf die Idee kommt, sein Kind Verleinix zu nennen. Majestix oder so könnte ich ja noch verstehen, aber Verleinix, der hat ja jetzt in den Asterix-Comics auch nicht gerade den besten Ruf. Mit seinen faulen Fischen da immer. Und Su hat eine Stufe höher gekriegt. Ja, gehen wir hier nochmal ein bisschen rum. Jetzt hat gerade der PC etwas gehangen. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Das sind neue Gegner. Beziehungsweise Gegner, die wir schon kennen, aber in neuer Form. Beziehungsweise in neuer Anzahl. Oh, Su ist gerade ausgewichen, also das machen die Charaktere dann schon manchmal eigenständig ausweichen. Allerdings können das leider auch die Gegner manchmal machen. Das ist dann manchmal besonders ärgerlich. Vor allen Dingen bei Bossgegnern, wenn die das schaffen auszuweichen. Können aber glaube ich nur wenige. So, ja, Justin hat eine neue Stufe, Stufe 4 erreicht. Am Anfang, da geht das immer recht flott mit den neuen Stufen, aber je höher die Stufe ist, desto mehr Erfahrungspunkte braucht man halt, um eine neue Stufe zu erreichen. Und dementsprechend dauert das dann doch schon etwas länger. Jetzt, ich will eigentlich diese Axt da haben, aber ich glaube, wenn man da auf das Feld tritt, fällt die runter. Oder doch nicht? Steinaxt. Kann man mal kurz mal gucken, wie sieht das aus? Ja, die hat einen mehr Angriff. Ja. Irgendwie hängt der PC gerade ein bisschen. Ich hoffe, das wird sich jetzt noch legen. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch auf die Axt umwandeln und dann zumindest machen, bis wir bei 5 sind mit der Axt. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Oh. Das ist ärgerlich. Okay, da war die Falle. Hatte ich mich geirrt. Ja, da waren auch irgendwo Gegner. Wahnsinn. Da. Sind gleich 6 anscheinend. Oder da hängen zweimal Monster aneinander. Ne, sind doch 6. Also meistens ist es so, wenn ein Gegner auf dem Bildschirm gezeigt wird, dann sind es im Kampf meistens 2. Wenn 2 gezeigt werden, sind es meistens 4. Und wenn 3 gezeigt werden, meistens 6. 6 ist natürlich schon unangenehm, allerdings diese Babyfledermäuse, die haben nicht so viele Trefferpunkte, die sind sowieso nicht so viel vertragen. Sage ich schon wieder, manchmal fällt mir das richtige Wort dann nicht ein. Ach so, genau, und mit den lustigen Namen. Ah, das nervt mich jetzt, dass der PC so lange braucht. Irgendwas macht er im Hintergrund anscheinend, aber ich wüsste jetzt nicht was. Das ist übrigens auch der PC von meinem Vater. Meiner, der ist steht auch in meiner WG rum. Ich hätte jetzt auch keinen Platz hier in der Wohnung. Also ich bin jetzt momentan bei meinen Eltern. Ich hätte jetzt aber hier in der Wohnung auch keinen Platz, wo ich den noch hinstellen könnte. Aber ist ganz gut so, weil mit meinem könnte ich die Let's Plays gar nicht aufnehmen. Der hat nämlich schon was an der Festplatte, einen kleinen
kleinen Schaden und an der Soundkarte auch, also das wäre nicht so toll. Ups. Jetzt bin ich hier gegen meine Vorrichtung mit den DVDs in dem Glas gestoßen. Okay, da geht's nicht weiter. Da oben ist noch ein Trank oder sowas. Schleim. Jetzt mal gucken, wie wir auf dieses Ding da kommen. Schwierig. Schwierig zu sagen. Also, das liebe ich ja, wenn man irgendwie irgendwas sucht in diesem Spiel und dann ewig herumirrt. Bei manchen Dungeons ist das wirklich extrem. Hier geht das eigentlich noch. Also es gibt Dungeons, wo es noch schwieriger wird. Und dann gibt es auch einige Dungeons, wo es wirklich ziemlich schwierige Rätsel gibt. Ich hoffe, das merkt man in der Aufnahme nachher nicht so extrem. Dass der PC immer so ein bisschen kurze Aussätze hat. Kann natürlich sein, dass der gerade wieder irgendwelche automatischen Updates von Microsoft runterlädt und dass er deswegen etwas überlastet ist. Okay. Ja. Also hier unten gibt es auch noch viele Gegner zu besiegen, ich sehe das schon. Da werden wir noch unseren Spaß haben. Genau, die lustigen Namen wollte ich vorhin noch erzählen. Am kreativsten fand ich immer noch Pepsi Carola. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euer Kind Pepsi Carola nennen, das ist erlaubt. Ebenso wie zum Beispiel Emily Extra. Also manchmal denke ich mir, ich finde zwar lustig diese Namen, aber das Kind, das so heißt, möchte ich nicht unbedingt sein. Pepsi Carola. Hat man auf jeden Fall schon mal alle Lacher auf seiner Seite, wenn man seinen Namen sagt. So, jetzt müssen wir Justin mal kurz ein bisschen heilen. Der hat schon ein bisschen viel abgekriegt. So. Dann wollen wir mal gucken. Waren wir da oben schon? Ja, da oben waren wir schon, genau. Ah, jetzt ist das passiert, was ich vorhin schon erwartet habe, dass das Ding runterknallt. Nee, das ist doch was anderes. Denn hier hoch. Ja, waren da noch Gegner? Ne, da ist ein Item. Ich dachte doch, irgendwas hatte ich da doch noch schnell gesehen. Dynamit, das ist sehr praktisch. Können wir im weiteren Spielverlauf sehr gut brauchen. Momentan erstmal nicht. Gegner hier, die kriegt man auch so leicht klein. Eigentlich nur zur Übung gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es hier hochgeht. Ich habe das Spiel schon 10-mal gespielt, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Ich muss es leider sagen. Ah, das sieht doch jetzt sehr gut aus. So, das sind so Sprungschanzen. Die hat auch funktioniert. So, was gibt's denn hier in der Truhe? Hoffentlich kein Monster. Nee, eine alte Rüstung. Das wäre es noch, wenn ein Monster jetzt in der Truhe wäre und da rauskommen würde. Böse Überraschung. So, Justin hat +2. Sue hat auch +2.
Okay, Justin hat aber die geringere Verteidigung, deswegen geben wir das jetzt mal Justin, die alte Rüstung. Und dann laufen wir mal wieder zurück. Gehen wir mal hier hoch. Wo geht's hier hin? Ah, okay, da hinten geht's schon zum Ziel sozusagen. Machen wir jetzt noch nicht. Lebenstrank. Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was ein Lebenstrank bewirkt. Und zwar kann man damit einen Gefallenen zum Leben wieder erwecken. Ich weiß immer noch nicht, wo es hier hoch geht. Wahnsinn. Okay, alles nochmal absuchen. Diese blauen Kreise sind übrigens Übersichtspunkte. Können wir mal drauf drücken? Na, wieso funktioniert es nicht? Jetzt. Okay. Ja, das ist das, wo wir vorhin schon waren mit den Sprungschanzen. Nicht unbedingt das, wo wir hin wollen. Hier scheint es auf jeden Fall nicht da hinten hin zu gehen. Also ich würde da schon noch gerne hin. Ich glaube, da gab es auch noch ein Item. Was würde denn passieren, wenn wir ganz außen rum gehen? Sein, dass wir ganz außen rum müssen, um da hinzukommen. Was ist das? Ach, das ist wieder das Ding, das eingekracht war vorhin. Ah, ich glaube hier, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir einmal ganz außen rum gegangen. Ah, hier ist nochmal das andere Ding, was eingekracht ist. Beziehungsweise von der anderen Seite. Müssen wir nachher hin. Also ich glaube, ich gebe es gleich auf. Solche Sachen, die ziehen die Parts natürlich auch immer ewig in die Länge. Jetzt dadurch. Leider ein großer Felsbrocken. Okay. Jetzt sind wir hier. Ah, scheiße. Leider rausgelaufen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hoffe nur, dass die Monster jetzt nicht wieder da sind, das wäre schlecht. Habe ich eigentlich keine Lust, die jetzt nochmal zu bekämpfen. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht so aus. Ja, genau. Jetzt habe ich endlich... Ah, das ist ja auch verschachtelt hier. Endlich den Durchbruch geschafft. Können wir das Justin dazu nochmal austoben. Da oben war ja auch nochmal so Schleimputzen. Ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann Zauber lernen werden. Ja, ich kann schon mal verraten, ein paar Parts dauert es noch. Aber jetzt auch nicht mehr allzu lange. Dann habe ich es mit der Axt noch eine Stufe höher geschafft. Sehr schön.
Ja. So, da wird im Hinterhalt geraten. Ah. Ist leider passiert, aber irgendwie weiß ich nicht, wie die sonst runterkommen. Muss man wahrscheinlich schnell vorbeilaufen, damit die überhaupt runterkommen. Ah, Justin, das ist jetzt hohl. Jetzt greifst du den an, der sich verteidigt. Naja, hat er wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Ein paar Erfahrungspunkte mehr. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Kräutern soll. Die muss ich nachher alle verticken. Aber bringt dann wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse. Oh. Und die anderen mir auch hinterher. Ja. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas wissen wollt, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sagt, das würdet ihr gerne mal wissen oder dazu soll ich mich mal äußern in den Let's Plays. Sonst muss ich dann halt irgendwas mir ausdenken, worüber ich jetzt rede. So, haben wir den auch klein gekriegt. Ja, ich sehe schon, der Part, der wird wahrscheinlich wieder in etwa genauso lang wie die ersten drei. Finde ich übrigens recht interessant, dass die ja in etwa die gleiche Länge haben, obwohl das eigentlich gar nicht von mir so beabsichtigt war. Was kann, passiert hier irgendwas? Okay, es passiert was. Na, das Geld nehmen wir natürlich auch noch mit. So, und jetzt lassen wir uns mal fallen. Oh, meine Nase kitzelt, ich muss gleich niesen. Oh. Entschuldigung. Das müsste jetzt sein. So, was gibt's denn hier noch? Ah, hier gibt's sonst nichts mehr. So, dieses Achtungssymbol, Achtungszeichen, sagt, dass wir dort etwas betätigen können. Und zwar fällt jetzt diese Statue hier um. Und wir können hier rüber laufen. Ja, das war jetzt natürlich wieder mal gefailed. Dann natürlich nicht beabsichtigt, dass wir abstürzen und dann auch noch falsch laufen. Na, hier müssen wir lang. Na. Geld. Und ja, mal gucken, was dort uns erwartet. Hm, es passiert nichts, aber doch ziemlich verdächtig. Soldaten. Sehr unnatürliche Statue. Für eine bloße Statue. Am besten wir erstatten Herr Mullen Bericht. Hm, du hast recht. Gehen wir. Ja, sie gehen. Und wo sind Justin und Zugin? Ah, da hinten kommen sie. Haben sie schnell versteckt? Das war knapp. Wenn wir uns nicht so schnell versteckt hätten, wären wir erledigt gewesen. Genau, erledigt. Jetzt werden wir diesen Tipp hier mal erledigen. Waffenfertigkeiten. Jeder der Charaktere kann mit anderen Waffen ausgerüstet werden. Hatte ich ja schon erzählt, dass es bei zum Beispiel Pfeil und Bogen ist dasselbe, nein, Keule und Bogen sind, und bei Justin Axt, Schwert und Keule. Genau. So geht zum Beispiel für Justin Schwert, Keule oder Axt, für Sue gehen Keule oder Bogen. Jetzt erzählt er das, was ich gerade erzählt habe. Toll. Ja, daran merkt man, dass ich eigentlich sonst fast nie diese Tipps ja mir anschaue, weil ich ja sowieso schon weiß, das Spiel sowieso schon alles kenne. Für jede Waffenfertigkeit gelten eigene Erfahrungspunkte. Wenn du immer nur Schwert nimmst, steigt der Keulenwert nie. Wenn deine Waffenfertigkeit steigt, wächst einer deiner Basiswerte. Durch Schwert steigt zum Beispiel Klugheit. Keule steigert deine maximale TP-Werte. Schau dir im Befehlsfenster unter Fertigkeiten nach, um zu sehen, welcher Wert angestiegen ist.
Genau, das können wir ja mal schnell machen. Ich glaube, unter Status war das. Oder auch nicht. Ah ja, genau, hier steht's. Also Schwert, Stärke plus 1, Klugheit plus 2. Die Keule erhöht Trefferpunkte um 2 und Verteidigung ist, glaube ich, ja genau. Leb ist Verteidigung plus 1. Keule, Axt ist Trefferpunkte plus 1 und Stärke plus 2. Schwert ist übrigens das einzige, die einzige Waffe, die überhaupt nicht die Trefferpunkte steigert. So, ja, Keule hatten wir ja schon bei Justin gerade. Und der Bogen steigert Trefferpunkte plus 1, Stärke plus 2. Ja, vielleicht hätte ich zu den Bogen zuerst geben sollen, weil ihr seht schon, Stärke hat sie jetzt nur 11, das ist recht wenig. Justin, der hat schon 20, also der ist Sue da um einiges voraus, aber das merkt man ja auch schon beim Kämpfen. Wenn Justin draufschlägt, dann sind die meisten schon fast kaputt. Schon fast kaputt und so zieht jetzt solchen Monstern, die jetzt 45 Trefferpunkte haben, gerade mal die Hälfte oder so ab. Gut, dann speichern wir nochmal und ich würde sagen, jetzt sind wieder 36 Minuten voll. Dann hören wir jetzt auf und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Grandia. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao.